Hallo liebe Kinder, diese Woche geht es in Mathematik um Geld. Du hast dir hoffentlich vor der Schule Spielgeld geholt oder du hast Spielgeld zu Hause. Ansonsten musst du vielleicht bei Mama und Papa fragen, ob sie dir Münzen aus ihrem Geldbeutel leihen können. Schau dir die Münzen genau an. Es gibt eine 1-Euro-Münze. Das Zeichen dafür ist 1 Euro. Die 2-Euro-Münze. Oder das Zeichen 2 Euro. Nun kommen wir zu den Scheinen. Ein 5-Euro-Schein oder das Zeichen 5 Euro. Und zuletzt diese Woche der 10-Euro-Schein oder das Zeichen 10 Euro. Das Euro-Zeichen kennst du noch nicht, darum will ich dir es kurz zeigen. Wir fangen oben an, malen einen runden Bogen. Beginnen mit dem Strich bei der 2 und einem Strich hier bei der 3. Das ist die Abkürzung für Euro, unsere Währung oder unser Geld. Du kannst auch mit dem Euro rechnen, wie du es vom normalen Rechnen kennst, nur dass es diesmal um das Rechnen mit Geld geht. Wir schauen es uns an. Ein Euro plus ein Euro, eine sehr einfache Rechnung, 2 Euro. Als Zeichen, ein Euro plus ein Euro sind 2 Euro. Zwei Euro plus der Fünferschein, 2 plus 5 sind, richtig, du weißt es, 7 Euro. Als Zeichen 2 plus 5 sind 7 Euro. 5 Euro plus 5 Euro, auch eine einfache Rechnung für dich, sind 10 Euro. Nun überlege selber, es ist eine Münze und eine Münze und soll 4 Euro ergeben. Du weißt es bestimmt. 2 Euro und nochmal 2 Euro. 2 plus 2 sind 4 Euro. Nun überlegen wir. Deine Aufgabe ist es, 7 Euro zu legen. Wenn du beim Einkaufen bist, musst du auch manchmal überlegen. Es kostet 7 Euro, wie könnte ich bezahlen? Wir überlegen uns verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich ganz viele kleine Münzen habe, könnte ich 7 Euro einzeln dem Verkäufer geben. 3, 4, 5, 6, 7. 7 Euro. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Wir probieren es mit der 2-Euro-Münze. 2 plus 2 sind 4. Wir müssen aber 7 bezahlen. 2 plus 2 plus 2 sind 6. Und noch ein Euro-Stück sind 7 Euro. Es gibt noch eine Möglichkeit. Wir nehmen 2 Euro. Und nochmal ein 2-Euro-Stück. Spitzen wir uns von da oben. 2 plus 2 sind 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6 und die 7. Und noch eine letzte Möglichkeit fällt mir ein. Du kannst natürlich auch einen Schein benutzen. 5 Euro haben wir schon. Wie viel fehlen noch? 5 plus 2 sind ebenfalls 7 Euro. Nimm nun dein Spielgeld zur Hand und probiere das Ganze mit 8 Euro. Welche verschiedenen Möglichkeiten findest du, mit 8 Euro zu bezahlen? Überlege dir genau. Viel Spaß beim Rechnen mit dem Geld.